Herzlich willkommen bei unserem YouTube-Kanal Studio Selbsthilfe. Heute haben wir das Vergnügen, mit Nico Kappel ein Interview zu führen. Und so ganz klischeehaft, jetzt mal wirklich, es ist auch super offensichtlich und ich traue mich es gar nicht zu fragen, aber schwäbischer Bankkaufmann? Ernst jetzt? Also tatsächlich ist das doch schon... Stimmt. Ja. Also zumindest was die vorsportliche oder parallel sportliche Karriere angeht. Grundsolide. Genau. Eine Bankkaufmann-Lehre gemacht, wahrscheinlich sehr zur Freude der Eltern. Oder Bankkaufmann, ist das sowas, das sagt, du sagen Eltern, ja, das passt. Ja, mein Vater ist Versicherungskaufmann, von daher jetzt die Frage, was das größere Übel ist. Ich weiß nicht, meine Eltern sind auch beides Bankkaufleute gewesen. Insofern. Okay. Ne? Kommt jetzt drauf an, welche Bank, ne? Nee, aber also ganz normal muss ich mir vorstellen, auf die Welt gekommen, Kindergarten, Grundschule. Genau. Und also, dann... Erzähl mal ein bisschen, wie war es so? Also für mich war, klar, das ist natürlich immer sehr naheliegend, ja, so Kleinwuchs und oh, wie war das, wie bist du aufgewachsen, wie hat das funktioniert? Und Gott sei Dank, meine Eltern haben von Anfang an, als es bekannt wurde, dass ich eben kleinwüchsig bin, die haben da keinen Unterschied gemacht. Ja. Die haben von Anfang an gesagt, ja gut, ein bisschen kleiner. Klar haben die da, mussten die sich auch erstmal informieren, ne, was ist das? Ist natürlich schon so eine Belastung dann erstmal, ne, wenn es so nach dem Motto heißt, ja, dein Kind ist nicht gesund, in Anführungszeichen. Ja, sagt ja keiner, aber in dem Moment geht man ja davon aus. Und Gott sei Dank haben sich da meine Eltern sehr, sehr, sehr behutsam und sehr, sehr wohlwollend mit großem eigenen Interesse eben dann mit auf die Sache eingestellt, haben sich darüber informiert und vor allem ordentlich informiert, finde ich meiner Meinung nach sehr wichtig. Und dann wurde ziemlich schnell klar, ja gut, du bist halt ein bisschen kleiner und das war's auch. Und so bin ich Gott sei Dank auch erzogen worden. Also ich bin in einen ganz normalen Kindergarten gegangen. Ich bin auf eine ganz normale Grundschule gegangen. Ich habe ganz normal die mittlere Reife gemacht und habe auch auf ganz normal regulärem Weg dann meine Bankausbildung angefangen. Und ich glaube auch, das war der wichtigste Schritt oder die wichtigste Voraussetzung für mein Leben, ja, weil wenn man da anfängt und in die Watte packen und ich habe gehört und Rücken und weiß was ich und man muss aufpassen und Knie und die dürfen nicht so schwer belasten, ja, wenn ich das ganze Leben keinen Zentimeter zu Fuß selber laufe und immer mit dem Auto zur Schule gefahren wird, am besten bis ins Klassenzimmer rein und weiß was ich und nie auf eigenen Füßen stand, also jetzt wirklich, also nicht nur im Leben auf eigenen Füßen, sondern wirklich, also wirklich über die Straße gelaufen bin selber, ja, dann woher soll es dann der Körper wissen? Und dann kriege ich natürlich Probleme. Und ich habe mein ganzes Leben lang, also ich weiß nicht, wie viele Ärzte da sagen würden, das kann gar nicht funktionieren. Oder wie viele Betroffene sagen, ja, das kann doch gar nicht sein. Ich habe von Anfang an Sport getrieben, ich habe Fußball gespielt, was ja wirklich für Knie und alle möglichen nicht unbedingt die gesundeste Sportart ist. Bin jetzt Kugelstoßer im Spitzensport. Natürlich habe ich da das ein oder andere Wehwehchen, aber da tue ich mich jetzt schwer, das auf den Kleinwuchs zu schieben, weil die haben andere auch. Und toi, 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 ich bin bisher echt gut durchgekommen mit meinen 25, habe echt wenig Probleme. Haben andere schon die ein oder andere OP hinter sich. Und Gott sei Dank, ich bin da echt frisch. Aber auch immer, weil meine Eltern da dran waren. Und ja, und deswegen, also da bin ich mega dankbar. Und ich hatte immer einen gesunden Freundeskreis. Ich hatte Gott sei Dank nie große Schwierigkeiten mit Hänseleien und so. Aber weil ich das halt immer auch immer schon mitbekommen habe. Ne? Ich habe schon immer versucht, das zu machen, was mir Spaß macht, was ich gern mache, war mit inbegriffen. Ich habe ganz normale, also ich habe Fußball gespielt in einer ganz normalen Mannschaft, ohne Sonderregeln, Scheißdreck. Wenn ich schlecht gespielt habe und am Tor vorbeigeschossen habe, dann war ich genauso ein Depp, weil ich im Sturm gespielt habe, wie wenn mein Sturmkollege am Tor vorbeigeschossen hat und wir deshalb verloren haben. Ja, es ist halt so. Und das war, also das war Gold wert oder ist immer noch Gold wert, dass ich das so erleben durfte. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Klar ist es vielleicht nicht immer unbedingt der einfachste Weg und es gibt, also wenn ich an Schulsport denke, Boxspringen oder so, ne, natürlich, das war nicht meine Stärke, ja. Aber deshalb habe ich mich nicht vom Schulsport ausschließen lassen, ja, weil ich gesagt habe, Boxspringen ist ja unfair, weil danach kam es Bodenturnen. Ja. Ja. Und ich mit meinen kurzen Hebeln, dann mit Bodenturnen, kein Problem, Handstand rechts, links, alles drüber. Und wenn dann mein Kumpel, der damals schon gefühlt in der 5. Klasse 1,70 groß war, der war froh, wenn er rechts und links unterscheiden konnte. Ja. Bei dem Boxspringen ohne Hände 1,0 und dann kam es Bodenturnen, da hatte er die 3. Und so ist der. Ja, das ist Schulsport, da probiert man alles aus. Ja. Fabian Hambüchen oder Marcel Nguyen, die werden keinen Diskuswerfer. Ja. Robert Harting wird aber auch kein Turner. Aber ich würde da Eintritt für bezahlen, wenn er es versucht. Ja, tatsächlich, würde ich mir gerne sehen. Fragen, ja. Ob er nicht mal Bock hätte, eine Runde zu turnen. Ja, also ne? man sollte und dann sag Bescheid, dann kommen wir mit einer Kamera vorbei. Ja, das würde ich auch gern sehen. Nee, also... ist, die Message change. Ja, ne? Aber es ist ich meine, jeder kann ja alles machen und man muss es einfach versuchen. Ausprobieren. Und wenn es nicht passt, dann passt es nicht, aber dann hat man es wenigstens mal versucht und dann kann man erst sagen, ob es nicht passt oder nicht. Und nicht von vornherein schon sagen, nur weil ich
denke, dass es nicht klappt, versuche ich es erst gar nicht, weil dann erfährt man es auch gar nicht. Ja, und es ist ja auch meistens so, also man probiert ja alles aus, dafür ist der Schulsport da. Ja. Und es ist ja, also das hängt ja so eng beieinander. Wenn ich was kann, macht es meistens Spaß. Ja. Wenn ich was nicht so kann, macht es keinen Spaß. Also, und was habe ich dann? Da habe ich zwei Optionen. Die eine Option ist, ich ärgere mich darüber, dass ich das nicht kann. Ja, setz einen Kopf in, mach einen Kopf in den Sand und sag Scheiße und die Welt ist so ungerecht, ich kann das nicht. Oder ich gehe hin und sage, ey geil, das kann ich zwar nicht, interessiert mich nicht, muss ich ja nicht machen, zwingt mich ja keiner, aber das kann ich. Ja. Und darauf habe ich Bock und das macht Spaß und das mache ich. Und das ist im Sport so, da ist es das anschaulichste Beispiel. Ja? Und das, aber das betrifft uns ja auch alle im persönlichen Leben. Ja? Ich bin Bankkaufmann geworden, ja, weil mir das Spaß macht, weil ich gerne mit Leuten quatsche, weil mich Geld schon immer fasziniert hat, liegt vielleicht am Schwabendasein, ich weiß es nicht, weil das einfach mein Ding war. Ja? Ich habe das Praktikum gemacht, ich habe gesagt, geil, das wäre ein Job für mich. Ja? Und Gott sei Dank sind nicht alle gleich wie ich, ja, weil sonst hätten wir nur Banker auf der Welt. Ja. Um Gottes Willen, das wäre der Untergang der Gesellschaft, ja, wenn wir solche Leute wie mich nur hätten. Ja, die würden dann alle anfangen, Kugelstoßer zu werden und dann wäre die Konkurrenz wieder größer, das wäre ja auch blöd. Ja, das wäre auch scheiße, ja. Nee, also deswegen, ja, der eine geht in die IT-Branche, ja, geht an die Sicherheit des Unternehmens, ja. Wenn ich das machen würde, um Gottes Willen, wenn du mich irgendwo da eine Aufgabe gibst, ey, sorg mal dafür, dass unsere Firewall safe ist, das dauert 2 Stunden, dann ist das ganze Unternehmen platt. Ja. Ich glaube, dann habe ich das Internet gelöscht oder so vielleicht auch. Ich bringt mir auch nichts zu sagen, hätte ich damals besser Informatik gelernt, weil jetzt kann man damit echt gut leben. Das macht mich aber immer noch nicht fähiger, Informatik zu... Also ja, genau, es hat ja einen Grund gehabt, warum ich es nicht gemacht habe. Insofern. Ja, und es macht halt auch dann keinen Spaß und man muss es ja... Es gibt andere Leute, die machen das dann gut, also sollen die das machen. Ja. Und wenn jeder das macht, was er gut kann und was ihm Spaß macht, dann ist doch auch jedem geholfen. Aber jetzt nochmal... Wenn du sagst, also Inklusion ist ja so eine Sache, ja, in Rheinland-Pfalz sagt man immer mittendrin von Anfang an. Mhm. Und dann ist es ja natürlich so, jetzt bist du praktisch immer, der sagt, ich probiere alles aus. Und dann gibt es ja noch den Gegenpart, sozusagen die Dorfgemeinschaft. In dem Fall war es ja... Weltheim, könnte man Dorf sagen. Ja, ja, also... 11.000 Einwohner. Na, Kleinstadt. Sind wir großzügig, sagen wir Kleinstadt. Ja, danke. Nein. 15.000 Einwohner insofern. Alles okay. Gut. Nein, aber die müssen das ja auch mitmachen. Also ne, da kommt jetzt einer an und sagt, hier sehe ich gar nicht ein. Ich bin vielleicht ein bisschen kleiner, aber dafür bin ich irgendwie bissiger oder was auch immer. Oder bleib dran oder dafür brenne ich, das will ich machen. Mhm. War das irgendwie ein Problem irgendwie in der Schule oder dann, als du dein Vorstellungsgespräch gehabt hast? Oder haben die alle gesagt, nee, das ist halt der Nico, das passt schon? Ja, also es war tatsächlich so, klar, man wird natürlich, so viele Kleinwüchsige gab es jetzt nicht in Welzheim. Also der ein oder andere, der kennt dann auch einen schon. Ja, ich war dann auch noch Fußballtrainer, also ich habe eine Zeit lang dann noch beim Bini F-Jugend trainiert. Und das ist dann ja dann auch nochmal, also so in der Fußballgemeinschaft und auch in der Schule. Ich war dann noch Schulsprecher ein Jahr. Da lernt man dann schon auch Leute kennen oder zumindest wissen dann Leute, wer ich bin. Ja. Und da hilft dann vielleicht auch der Kleinwuchs in großen Teilen. Aber ich sag dir eins, es gibt auch einen Nachteil, weil wenn du nämlich dann abends unterwegs bist, ja, und bist irgendwie zu laut oder so, dann weiß auch jeder, dass du dabei warst. Das ist auch scheiße. Ja, also wenn halt die Leute genau wissen, okay, da war ein Kleiner dabei, so viele gibt es nicht, die 16 Jahre alt sind und so klein sind, also das muss der gewesen sein. Das ist dann wieder nicht so geil, ja. Genau, hat alles Vor- und Nachteile. Ja. Nee, und also damit hatte ich echt Gott sei Dank die Probleme, aber ich glaube, ich habe es immer versucht oder auch meine Eltern, also ich wollte nie irgendwo reingedrückt werden. Ja, so nach dem Motto, ja, und der will jetzt Basketball probieren und der muss jetzt in der Mannschaft spielen und nur weil er kleiner ist, darf er das jetzt nicht. Und wenn man das so macht, das funktioniert nicht. Wie soll denn da auf Augenhöhe ein respektvoller Umgang miteinander passieren? Und ja, mein Gott, Basketball, das ist halt... Ich muss mich, ja, auch wenn ich mal im Schulsportunterricht und so Basketball gespielt habe, dann muss ich mich halt auf das konzentrieren, was noch bei mir Sinn macht. Ja? Also den Ball irgendwo hinten als Verteiler ein bisschen den Ball verteilen, aber ich kann halt nicht unterm Korb stehen und dann schreien, spiel mir den Ball zu, ich will auch mal einen Korb werfen. Ja, das, ja. Ja, ist halt, da muss ich das alleine machen. Ja? Ja. Das ist halt dann in dem Fall im Teamsport dann eben nicht unbedingt die Stärke dann gewesen. Ja. Aber muss auch nicht. Und ich glaube, das ist so das Entscheidende. Und das ist auch das, was ich so vorhin ein bisschen gesagt habe, für was denn, wenn es nicht mein Ding ist, ja, und ich da und das probiert habe und merke, okay, irgendwie schwierig, dann mache ich was anderes, weil es macht eh keinen Spaß. Mache ich was anderes. Ja. Ja, und es gibt so viele Dinge, die man machen kann, da ist auch das Leben viel zu kurz, um mich darüber zu ärgern, was ich nicht kann. Also, und es geht trotzdem, man muss halt ein bisschen kreativ sein. Ja.
Musik.